Hier habe ich Gips, der ist hart wie ein Stein. Könnt ihr euch vorstellen, dass daraus neues Leben wächst? Ziemlich unwahrscheinlich, oder? Es scheint so unmöglich, wie die Tatsache, dass Jesus gestorben ist, im Grab lag und wir an Ostern seine Auferstehung feiern. Lasst uns mal zusammen experimentieren. Hier ist ein Becher, Gips und einige Bohnen. Dazu brauchst du eine halbe Tasse Wasser. Du füllst den Gips in den Becher, dann kommt die halbe Tasse Wasser dazu und gut umrühren und ein kleines bisschen warten. Der Gips, der muss schon so ein bisschen fest sein wie Pudding. Dann drückst du die Bohnen schön tief hinein und dann lässt du alles stehen. Wenn der Gips einige Zeit gestanden hat, dann wird er fest wie Stein. Dann kannst du klopfen, kannst ihn auf den Kopf stellen. Ja, dann ist er einfach hart. Kaum vorstellbar, dass daraus nochmal neues Leben wachsen kann. Eine Bohne braucht doch lockere Erde, oder? Aber schon am nächsten Morgen entdecke ich einen feinen Riss. Und am übernächsten Tag bröckelt es obendrauf und der Riss wird doch ganz schön prächtig. Ich bin fasziniert. Die Bohne hat sich ihren Weg freigesprengt. Sie ist sozusagen auferstanden. Und ich wünsche euch frohe Ostern.